Rejuvenation Startup Summit 2024. Im Radialsystem in Berlin treffen die Top-Unternehmen und Startups der Longevity-Branche auf Wissenschaftler, Investoren und Publikum, um die neuesten Entwicklungen um gesunde Langlebigkeit auszutauschen. Nina Ruge, Wissenschaftsjournalistin und Longevity-Expertin, hat das Event für uns besucht. Wer wissen möchte, wo es hingeht mit Therapien, mit neuen Medikamenten, mit Unternehmen, die das anbieten, der muss hierher gehen. Ich bin völlig fasziniert, durfte mit etlichen der 47 CEOs, die hier sind, sprechen. 500 Gäste gucken zu. Ganz besonders beeindruckt hat mich Mahmoud Khan. Er ist der CEO von The Revolution Foundation, die $1 Milliarde pro Jahr in die Förderung von Healthy Longevity Entwicklungen stecken. Wir schauen auf die Wissenschaft, die aus den Universitäten und nationalen Laboren kommt. Und wir investieren in diese Wissenschaft und Humankapital, um Wissenschaftler auszubilden und dazu zu bringen, in dieses Feld zu kommen. Es gibt nicht genug Wissenschaftler, die an diesem Problem arbeiten, obwohl es wahrscheinlich das größte Gesundheitsproblem der Welt ist. Wir müssen die Leute zusammenbringen und die Herausforderungen verstehen, um alle Sektoren zu Investitionen zu bewegen. Wir werden das gemeinsam tun. Das ist es, was Revolution versucht. Wir versuchen, der Katalysator zu sein. Und Michael Grewe, der das hier alles organisiert, den hatte ich natürlich auch im Interview allen voran. Und seine Startups, die sich auch hier präsentieren, haben fantastische erste Ergebnisse zu berichten. Diese junge Industrie, die jetzt hier entsteht, die bietet Chancen, wie sie noch nie da gewesen ist in der Biotechnologie, in der Medizin. Unser jetziges medizinisches System funktioniert ja so: Ich entwickle Therapeutika für Menschen, wenn sie da mal krank sind. Ja, das heißt, für eine kleine Anzahl, relativ kleine Anzahl Kranke. Die Rejuvenation-Biotechnologie, Longevity-Biotechnologie, ist eine präventive Therapie. Zum Beispiel eins unserer Startups, Cyclarity, arbeitet daran, die Grundursache für 3/4 aller Herzinfarkte und Schlaganfälle zu beseitigen. Und unsere Value Proposition ist $10 im Monat, kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall. Das ist aber was, was jeden über 35 betrifft. Und mit jedem meine ich jeden auf dem Planeten. Das heißt, wir sprechen von 4 Milliarden Menschen, die was für die Prävention tun können, sollen und wollen irgendwann auch. Nicht über Nacht, aber am Ende wird es so kommen, so wie jetzt jeder ein Handy hat. In der Welt, an der wir arbeiten, stirbt niemand mehr an einem Herzinfarkt, weil es keine Herzinfarkte mehr stattfinden. Das Spektrum der Medikamente und Therapien, die entwickelt werden, um den Healthspan zu verlängern, ist riesig. Es reicht von Blutwäsche, um altmachende Faktoren zu eliminieren, über Technologien für Mitochondrientransplantation und verschiedenste Wege, Zombiezellen zu eliminieren, bis zum 3D-Druck von Brustgewebe und später auch von Organen. Die Meinungen der Besucher spiegeln den Enthusiasmus und das Gemeinschaftsgefühl der aufblühenden Longevity-Branche wider. Unglaublich spannend. In den letzten 2 Tagen, also heute eingeschlossen sozusagen, die neuesten eigentlich Entwicklungen im Rahmen von Longevity mitzubekommen. Zu verstehen, was eigentlich heute schon entwickelt wird, was in den nächsten 10 bis 20 Jahren einen absoluten Impact haben wird für Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen. Wir haben hier einen super Netzwerkgedanken, den wir alle pflegen. Also das merkt man, dass die Menschen sich miteinander vernetzen und es wirklich darum geht, sich wechselseitig auch zu helfen. Aber auf der anderen Seite finde ich eben extrem cool, dieser Zuwachs von 250 neuen Leuten hier. Das sind halt auch Menschen, die sich mit der Materie im Moment noch nicht so gut auskennen und herkommen, um etwas zu lernen. Und ja, Lehre ist da auch irgendwo mein Stichwort. Also das macht halt Spaß, da auch etwas weitergeben zu können. Weitergeben. Das ist die Botschaft, die sie eint auf dem Rejuvenation Startup Summit. Die Bevölkerung breit aufklären und motivieren, per Lebensstil sehr bewusst für die Gesundheit bis ins hohe Alter zu sorgen. Und zeitgleich aufklären darüber, was an neuen, zukunftsweisenden Möglichkeiten der frühen Prävention bald für uns verfügbar sein wird. Eins noch bitte. Werte Politiker und alle Vordenker der Gesundheitsbranche, lasst euch anstecken von dieser Bewegung Healthy Longevity.